Schnibbel die Schnapp und hallo Rio und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 14 im Karrieremodus mit mir im Nefkara und natürlich das Ganze auf Legende und der PlayStation 4 versteht sich. Puh, ich hoffe ihr habt einen schönen Start in die Woche gehabt. Ich weiß nicht, viele von euch kommen vielleicht gerade erst aus der Schule, sind vielleicht noch bei der Arbeit, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, auch diese Woche wird auch für mich ganz hart anstrengend. Am Freitag ist, ich studiere nämlich, am Freitag ist Prüfung. Und um eine so geile Zeit, das hätte sich Gott nicht besser aussuchen können, in dem Fall unsere Professoren, aber es geht halt nicht anders. Ich schreibe um 17.30 Uhr meine Prüfung, 17.30 Uhr, yeah, darauf habe ich mich erstmal tierisch einen abgereiert. Wie kann man um 17, naja, egal. Heute geht's gegen den HSV, wir hatten ja am Freitag voll die geile Partie, fand ich geil, wie ihr die geguckt habt, da war echt viel dran, da war wirklich, wirklich viel, viel geguckt. Viel, viel gesehen. Ich muss mal hier direkt mal gucken, was im Kalender in diese Woche ansteht. DFB-Pokal gegen Wolfsburg. Mhm. Runde 1 oder Runde 2. Stuttgart. Chelsea in Kaiserslautern. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die 5 Partien diese Woche. Und dann kommen Länderspielchen an der Reihe. Okay, also in der Bundesliga wollen wir natürlich punkten. Der DFB-Pokal ist uns erstmal vollkommen Schnuppe. Also nicht, dass ich den komplett absense. Ich bin gerade dabei, die klassischen Trikots zu kaufen. Ich habe die von 3 Vereinen habe ich schon. Der Rest fehlt noch ein bisschen. Oh, heute ohne Rodriguez. Katlitz ist ja eh schon so traurig momentan. Oh, ich spiele nicht, Trainer. Du hasst mich. Keiner hat mich lieb. So ungefähr, darf man sich das vorstellen. Marian sah, okay, der kann auch nicht. Dann Oma Villarreal. Ne. Shit, ohne Türe. Ich kann auch nicht ohne Türe spielen. Wobei, der hat in der Saison auch noch nicht wirklich Tore gemacht. Aber ohne Türe. Boah, ohne Türe wäre ein Spiel. Boah, auf Messers Schneide. Echt, Emre Can können wir nicht mitnehmen. Clayton dafür sehr wohl. Sah können wir nicht mitnehmen dafür. Oma Villarreal. Schana Erkin, na, der fällt auch schon mal weg. Berko. Okay, Jisse Rodriguez spielt eine Halbzeit. Dann Clayton. Martial spielt eine Halbzeit. Ach, scheiß drauf. Ich kann nicht beide die ganze Zeit in der Partie lassen. Ich lasse Williams spielen. Töre. Nefkara. Na komm, wir vertrauen mal Meier. Wir vertrauen mal Meier. Puh, Meier vertrauen. Das könnte ganz schön knappi werden. Knappi, Galoppi und so. Also wen mache ich denn als El Capitano? Türe, Castells konnte ich mir vorstellen. Dragovic spielt eigentlich immer. Dragovic, 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 komm. Dragovic ist El Capitano heute. Und so gehen wir in die Partie rein. Mit Jesse Rodriguez, der ja... Oh, das Spiel, ne? Nefkara hat ja Doppelpack gemacht. In der Champions League und hat uns somit den Arsch gerettet. Im Nachhinein muss man natürlich gesagt haben, wir hätten es auch verdient gehabt. Also wir hatten den Sieg wirklich verdient und ja, komm, einen will ich noch aufs Tor schießen und dann gehen wir rein in die Partie. Und da geht's los. Montag startet wieder Bundesliga. Am Wochenende gab es ja auch Bundesliga. Heute Arminia Bielefeld gegen HSV. Am Wochenende hat der HSV ja auch gespielt, 3-0 verloren, wenn ich mich nicht irre, gegen Hoffenheim. Leverkusen hat 2-1 gewonnen. Auch Dortmund konnte mal wieder gewinnen mit 2-1, auch wenn es knappi war. Ihr habt die Tabelle gesehen. Und wir gehen einfach direkt rein. Und Williams, die echte Bundesliga, ja, Mittwoch hat ja schon, also letzten Mittwoch hat ja schon Bayern sein Nachholspiel gehabt. Und das haben die eigentlich... ganz schön eng gespielt, muss ich sagen. Also, das war nicht so schlecht von den Stuttgartern. Aber die bringen sich nicht um ihre Mühen. Also, die machen dann ein gutes Spiel und dann am Ende belohnen die sich einfach nicht selbst. Und dann geht es meistens nur Punktespiele für die. War ja gegen Leverkusen auch so. Waren ja das bessere Team teilweise, führten auch. Haben dann aber nicht geschafft, das Ganze zu halten. Meier jetzt hier auf Türe und der mit einer miserablen Ballannahme, aber
aus einer miserablen Ballannahme kann man theoretisch noch was machen und dann will ich dribbeln und dann macht der einfach nichts. Dann macht der einfach nichts. Dieser Tropf. Miguel Veloso. Da ging nur dribbeln, beziehungsweise dran vorbeigehen. Oh, Mitchell Weiser. Schlechte Ballannahme. Nein, Meier. Oh, das hat einfach zu lang gedauert. Ah, Meier ist kein Efkara. Hat in der Saison auch eigentlich gar nichts Gutes gemacht. Eine Torvorlage, das ist auch alles, leider, in der Saison. Also das mit den ganzen Wettbewerben könnte uns echt mal das Genick brechen. Weil wir eben nicht die ganze Zeit die Spieler haben, um das so zu spielen. Wobei, der war schön. Und wenn jetzt alles gut funktioniert, Williams! Wunderschön. Und jetzt lass mich zu dem Vorlagengeber. Weiser war das. Das war ein schöner Spielzug. Da wollte ich gerade sagen, wenn jetzt alles gut funktioniert, und was hat dann funktioniert? Weiser, Williams drin. Da macht Drobny nix. Drobny macht da nix. Ah, doch, Drobny. Ja, Drobny sieht man ja, René Adler irgendwie nicht im Tor. Da freuen sich die Hanseaten. Ja, und das reale Hamburg hat es ja eigentlich viel schlimmer. Das reale Hamburg hat ja die meisten Gegentore zur Saison, ne? Also von allen, ich glaube 44. Ja doch, 44. Das war echt übel. Williams mit seinem ersten Bundesliga-Tor in dieser Saison. Okay. Naja. Ne? Hauptsache ein Tor. Wann war es? Das war ein gutes erstes Saisontor. Also das war technisch gut. Das war spielerisch vor allen Dingen gut gemacht über den Flügel. Und Williams hat jetzt nichts gemacht, wo man sagen könnte, Kopfbälle sind so overpowered. Nein, der war ja wirklich alleinstehend. Der hat sich da den Ball wirklich regelrecht erkämpft. Das war dann schon verdient. Kann man sagen. Oh, der HSV hier. Oh, Mitchell Weiser, jetzt geht's los. Oh, was macht der da? Williams. Rodriguez, wieder nix. Aber der Pass war auch ein zweites Mal nicht gut. Oh, mal Weiser jetzt. Miguel Veloso, Meier, Williams und Torre. Torre. Ah, mach ich hier mit dem Ball. Ja, da Costa, er ist auch so ein Topscorer und ein Passgeber. Das hat er gerade komplett verkackt. Aber der geht doch nochmal runter, der Pass. Costa, lauf mit. Castells, du musst da ran. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, lächerlich. Ja. Verteidigungsbolzen und Castells-Bolzen. Nicht der erste in seiner Saison. Der ist einfach kacke in der Saison, leider. Aber der macht in der Realität gerade auch Bolzen. Habe ich im Hoffenheim-Spiel auch gesehen. Der macht das einfach momentan. Ich weiß nicht. Der ist so ein kleines Strafraum-Ungetüm. Also im Strafraum sieht er eigentlich sehr schlecht aus bei der Strafraumbeherrschung. Nicht so gut, wenn man in der Strafraumbeherrschung Probleme hat. Oh, Williams, Ballkontrolle 0. Das hat er echt Mist gemacht. Für sein erstes Saisontor musste der eigentlich gar nichts machen. Hat das Schwein, dass er seine Beine nicht für benutzen musste. Boah, was war das denn? Hat mir FIFA nicht mal einen Spieler gegeben. Der fand, wahrscheinlich haben die sich so gedacht, nee, der Ball ist so schlecht. Brauchst du überhaupt keinen Spieler zu kriegen. Gut, Hauptsache umgenietet. Das gibt Gelb. Ja, es ist verdient. Es war ein schlecht geführter Zweikampf von Tah und noch viel schlechter von Dragovic darüber. Ah, wollte ich mir nicht mehr ansehen. Ich wusste schon, dass das ein Foul war, beziehungsweise eine gelbe Karte. Oh, das war wieder... Also Castells in der Saison zwischen Geilheit und Beschissenheit. Also der hat so... Auf der Linie ist er geil, aber wenn sobald er rauskommen muss, ist Ende im Gelände. Also sobald er irgendwas... Vor allen Dingen... Das war der ja auch noch selber. Ich habe mir gehofft, dass der rauskommt. Und dann ist er das auch selber. Man kann ja mit Dreieck den Torhüter rausholen.
Bei Cassiers muss ich das gar nicht machen, der macht das schon von ganz alleine und vor allem macht das nicht gut. Das ist das Problem. Boah, Meier, bitte, ich wünschte, du wärst ein guter Spieler, aber in der Saison geht einfach nichts über den. In der Realität sieht das anders aus. In FIFA ist er einer unserer schlechtesten Spieler, leider. Das tut mir echt leid für den, weil er eigentlich ein großes Talent ist. Er hat sich auch 0 Punkte verbessert, seitdem er bei uns spielt. Was ja nicht das Hauptproblem ist. Er spielt einfach keinen Fußball bei uns, also keinen, mit dem man leben könnte. Das sind keine Leistungen, den man im Fußball auf sich aufmerksam macht. Das ist echt bitter eigentlich. Oh, das hätte auch ein Freistoß werden können. Williams, Jesse Rodriguez. Der war unpräzise, aber eine Chance, die von Jesse Rodriguez selbst eingeleitet wurde. Tore direkt drauf da. Oh, lauf! Ist doch klar, dass Jiracek da auf Diekmeier spielen wird. Ah, die dürfen uns festhalten, wie die wollen, aber wir die nicht. Töre! Töre jetzt wieder. Miguel Veloso, ne? Also, wir haben schon unsere Problemstellen. Im Mittelfeld ist das vor allen Dingen bei Miguel Veloso auf der 6. Ersatzspieler technisch bei Meier. Und da ist Halbzeitpfiff. Leider Halbzeitpfiff. Wir stellen uns ziemlich dämlich an vorne und hinten. Aber wir können halt nicht die ganze Zeit mit Bestbesetzung antreten. Das ist halt nicht drin. Ein schönes 1:0. Dann hat das Spiel komplett aus der Hand gegeben eigentlich. Oh, Castells. Oh, du machst mir so viel Schmerz und Leid. Muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und ja, hier das Foul von Tah. So, Halbzeit steht 0:1 für Kaisers, also 0:1 Lautern gegen Frankfurt. Erste FC Nürnberg, erste FSV Mainz 05, auch 0:1, Bayern 04 und Hannover 96 spielen ein 0:0. Bayern und Dortmund spielen gerade zurzeit gegeneinander und spielen ein 1:1, Schalke und Freiburg 1:0. Stuttgart gegen Hoffenheim auch 1:0, Wolfsburg führt zu Hause mit 1:0 zur Halbzeit gegen den ersten FC Köln und damit sind die Ergebnisse zur Halbzeit weggetragen. Ja, Gisse, Meier, Töre, Miguel Veloso. Es gibt da viele Leute, die man anquasseln könnte, von wegen nicht gut gewesen. Was eigentlich mit Emre Can? Warum ist der hier nicht? Ach, der hatte bestimmt keine Ausdauer mehr. Oh Gott, nein, das heißt, er muss durchspielen. Frust auf meiner Seite. Tolgay Astan für Wandervater finde ich eine gute Idee. Wandervater ist schlimmer. Er kann besser passen. Meier kann schon nicht mehr. Ich weiß, der hat in einem Spiel mal durchgespielt und hat dann in dem Spiel einen Krampf bekommen. Kein Witz. Der hat echt in dem Spiel einen Krampf bekommen. Oh Gott. Der ist halt ein Spieler mit relativ wenig Ausdauer und dazu noch langsam und beides zusammen ist halt Meier. Das ist so ein bisschen neben sein Problem, dass der eigentlich bei allem und jedem irgendwo Minus hat. Stärke, Ausdauer, Geschwindigkeit, das sind alles nicht seine Baustellen. Balltechnisch auch nicht so genial, leider. Der Pass auf Williams war eigentlich ein ganz guter. Aber da Costa... Na egal, da Costa kriegt den Ball sogar noch. Miguel Veloso und der Ball war echt scheiße getreten. Schade, aber sonst gute Chance, gut herausgespielt. Da Costa vor allen Dingen, da stark mitgegangen. Er macht generell sehr viel mit, ja, Meier. Der Ball, der nicht weit genug war, kennt man ja. Da Costa. Ja, wenn du den als
Oh, Töre. Boah, der kann einfach nicht mehr, aber ich kann ihn nicht auswechseln. Ich kann einfach nicht. Wenn ich Töre auswechsel, ist da Bruno Nazario und der ist einfach mal wirklich, wirklich, wirklich weltenschlechter. Also da habe ich eigentlich keine Auswahlmöglichkeit, außer den kompletten Schund einzuwechseln. Ja, da fehlt Meier schon. Man konnte es schon sehen. Tore! Meier. Aber viel zu wenig Geschwindigkeit. Viel zu wenig Druck. Ah, Jesse Rodriguez. Ja, Mann, dann nimmt er sich den Ball. Dann nimmt er sich den Ball. Wunderschön, das 2:1. Ja! Verdammte Kacke, ja. 10. Saisontor hier. Und das war von Meier. Hier, die Ballannahme war nicht super. Und Jisse ist da. Jisse ist da. Und dann draufholzen. Saisontor 10. Ja! Das tut der Fußballseele gut. Meier spielt ja auch heute nicht schlecht. Und das war eigentlich die Krönung fast. Ich hoffe, das wird ihm als Torvorlage angerechnet, weil das hat er verdient. Das hat er wirklich verdient, unser Meier. Das hat er wirklich verdient. Wir müssen ein bisschen switchen jetzt. Ich weiß, das tut mir weh und euch. Alter, Meier kann auch nicht mehr. Aber Töre muss zum Beispiel raus. Dafür kommt Berko rein und Bruno Nazario. Ich muss die beiden wechseln. Die können einfach nicht mehr. Boah, da wird ein schweres Spiel jetzt. Berko ist ein schneller Spieler. Hätte, glaube ich, mal fast das 1:1. Uhu. Das war jetzt technisch gar nicht so mies, ehrlich gesagt. Mitchell Weiser. Schieß ein Tor. Oh, oh. Leider ist das für die Hamburger gemeint und nicht für uns. Schade, Berko. Bruno Nazario. Er war nicht so schlecht. Wir müssen weiterhin Chancen herausspielen. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, weil wir nur gegen Hamburg will ich eigentlich dann mit so einem Dreiviertel B11. Was haben wir denn noch? Jesse Rodriguez ist jemand, der gut Flanken geben kann. Oh ja, die kommt wirklich ganz, ganz gut an. Miguel Veloso. Hätte ja einen linken Hammer. Ich bin es ehrlich gesagt ziemlich schade, dass das in der Saison eigentlich noch nie geklappt hat mit... Oh, Williams kommt da dran. Dass es in dieser Saison noch nie geklappt hat mit seiner richtig geilen Schläfe. Ich glaube, der hat... Mit seiner Schlappe da. Ich glaube, der hat wirklich noch kein einziges Mal so richtig frei aufs Tor schießen können, ne? Bruno Nazario. Bruno Nazario, wenn er nicht abgefälscht wird. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Er ist ja von Hoffenheim gekauft worden von mir. Kleiner Tipp, ist ein sehr günstiger Spieler, je nachdem wie wenig Budget man hat und eigentlich ziemlich talentvoll, ihr seht das hier ab und zu mal, also der ist nicht komplett Murks, nein, der kann schon kicken. Oh Gott, da stellt er sich mal richtig dämlich an, Dragovic jetzt. Oh, wäre der reingegangen, hätte ich mir das niemals verziehen, weil Bruno Nazario da nicht entgegengeht. Ich habe ja eben gesagt, der ist theoretisch nicht so schlecht. Der ist halt ein günstiger Spieler, günstige zentrale offensive Mittelfeld-Alternative. Berko sehe ich da vorne schon durchstarten. Leider ist er im Abseits immer noch. Konnte man da wunderschön auf dem Radar sehen. Und wenn er im Abseits ist, ist der für mich unanpassbar. Da Costa. Berko. Oh, der ist einfach schnell. Und holt den Eckball raus. Eigentlich wollte ich dribbeln. Macht das ja generell mal ziemlich gerne. Jesse Rodriguez Tor hat hier bestimmt nochmal gezeigt. Also mit 2:1 bin ich zufrieden, wenn das so bleibt. Wenn das so bleibt. Bruno Nazario. Zeig mal, was du kannst. Miguel Veloso. Und jetzt mit Mitchell Weiser, ne? Der ist ja kein... Der hätte mich einfach so durchgelassen. So ein Mist.
Oh, Miguel Veloso, schön. Oh, oh. Oh, in der Saison. Leider nicht mit Schweizer Saison. Schade eigentlich drum. Ist ja kein schlechter. Komm, wir wechseln auch mal Jesse Rodriguez aus. Der ist auch schon kurz vorm Kreislaufkollaps. Dann können wir für Jesse Rodriguez noch ein bisschen Yesil spielen lassen. Er hat eine Saison noch gar nicht richtig stattgefunden, da Jesse ja direkt sich mit einer Freundschaftsspielverletzung umgehustet hat. Jesse Rodriguez hier momentan der Held des Spiels, momentan. Ich hoffe, Dortmund dringt den Bayern wirklich das Unentschieden ab, weil das tut uns einfach richtig gut. Oh, Bruno Nazario, lange für die Ballannahme gebraucht. Berko ist schnell. Das war gut. Das war schlecht von Tah. Wenn er da nicht dran geht, ist das viel besser von dem. Boah, Mitchell Weiser. Nimm den Ball doch gar nicht an, wenn du sowas machen musst mit dem Ball. Also ich habe hier Panik, weil unsere Leute immer so Ballannahme-Idioten sind. Ja, kein Witz. Ihr seht das hier manchmal. Oh, Cutlitz. Bitte geht dran da. Tah. Echt jetzt? Jessiel, warum gehst du eigentlich dran da? +90. Und er ist drin. Ah, abseits, abseits, abseits. Boah, haben wir ein Schwein. Boah, haben wir ein Schwein. Boah, haben wir ein Schwein. Das Schicksal meint es gut. Und da ist die Partie vorbei. Das Schicksal meint es gut. Ich wollte mich gerade über die Bolzen irgendwo in der Verteidigung aufregen. Aber es ist egal. 2:1. Wir bleiben unbesiegt. Und vielleicht haben wir gerade gebigpointed. Dank Meier und Jesse Rodriguez. Beide Stürmer hier ein Tor geschossen. Finde ich gut. Finde ich gut. Oh, oh, oh. Williams hat das vor allen Dingen gut gemacht da. Janach ist ein bisschen abgetaucht. Aber am Ende zählt, 3 Punkte auf dem Konto zu haben. Und das Spiel war auch wieder Spannung gesegnet. Nicht so geil wie natürlich in der Champions League. Aber, oh, oh, wenn ich das sehe, ne? Da wollte ich den Ball klären, das sieht man damit da. Und boah, Doppelbolzen. Ich habe eigentlich Viereck zum Kopfball gemacht. Naja, Tah immerhin oft den Gegner umgesetzt. Zweikampf ist Zweikampf, egal wie. Und am Ende ist es Wurst. Oh, wir hätten noch mehr Torchancen, Tore haben können. Aber Jesse Rodriguez besiegelt das Ganze. Wir gucken hier nochmal nach. Bruno Nazario auch nochmal mit dem Schirmschuss. Da liegt Dennis Aogo auf dem Boden. Und wir haben das echt nicht so schlecht gespielt heute. Hier, das war nochmal gefährliche Aktion. Und das war die letzte Aktion. Mitchell Weiser Spieler des Tages geworden. Bruno Nazario. Jesse und Williams nicht so schlecht. Hat er die Torvorlage bekommen? Nein, hat er leider nicht. Aber Meier war trotzdem nicht schlecht. Ja, Verteidigung. Castells sah wieder richtig schlecht aus. Aber egal, am Ende ist es egal. Am Ende ist es egal. Er kann halt nicht so gut auf der Linie. Oh, Bayern und Dortmund spielen unentschieden. Ja, verdammt. Ja, verdammt. Das heißt, wir sind jetzt... Es waren 5. Jetzt haben wir 2 Punkte mehr gemacht. Das heißt, wir sind 7 weg. Wir sind 7 Punkte weg. Ich glaube, Bruno Alves hat gar nicht gespielt. Meine ich. Ich meine, der hat gar nicht gespielt. Aber das ist egal. Das tut nichts zur Sache. Am Ende ist es egal. Rukia Rodriguez trifft auf seinen Ex-Verein. Gucken wir mal, was hier noch so schönes steht. Team der Woche können wir auch nochmal schauen. War klar, Verteidigung nicht so sehr. Doch, Williams war dabei. Wenn Spieler an ihre alte Werkstücke zurückkehren, müssen sie in Anfeindungen ihrer früheren Fans leben. Dieses Spiel bildete dabei keine Ausnahme. Ja, nach der Niederlage der Hamburger als Vormannschaft gegen den alten Klub mag sich der hochbegabte Verteidiger wohl alles möglich fragen, ob seine Entscheidung richtig war. Naja, wir haben den ja rausgeworfen, ne? Das war ja nicht Entscheidung von ihm. Das war ja Entscheidung von uns alleine. Ich guck mal hier die Pressekonferenzen. Die hau ich erstmal weg.
Hust, hust. Und ich zeige euch wie eh und je die Tabelle. Natürlich hier, DFB-Pokal ist ja noch nicht viel passiert. Aber Bundesliga, Bayern 04 überholt die Bayern. Dank dem Unentschieden von den Dortmundern, die auf Tabellenplatz 8 momentan rangieren. Wo ist der HSV? Im Abstiegskampf. 13 Spiele, 2 Siege, ein Unentschieden. 11 Tore, da haben wir uns ein bisschen tödlich eingestellt, aber wir haben nur 5 Gegentore in der Saison, konnten damit 3 Punkte gut machen. Bayern 04 ist jetzt Tabellenzweiter und ihr seht, wir haben jetzt die 6 Punkte Abstand, Tordifferenz ist gut und wir sind immer noch ungeschlagen. Bayern stolpert momentan ein bisschen vor sich her, ich hoffe Bayern und Schalke stolpern schön weiter. Wolfsburg ist Tabellenplatz 5, dementsprechend wird es nicht so einfach für uns morgen, aber... Wie gesagt, in der Tabelle sieht es doch ganz gut aus für uns momentan in der Hinrunde. Und an dieser Stelle werde ich mich wieder von euch verabschieden. Das war FIFA 14 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende. Und wir sehen uns morgen im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg wieder. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Bis morgen. Ciao, ciao.